Schnee in Massen, Eis und Sturm. Der Winter trifft die Mitte Deutschlands, aber bis jetzt weniger hart als befürchtet. Proteste in Myanmar. Nach dem Putsch begehren Zehntausende gegen das Militär auf. Und König im Eiskanal. Francesco Friedrich holt im Zweierbob den 10. WM-Titel. Das ist Rekord. Die Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg. Guten Abend und willkommen zu unserem Nachrichtenüberblick an diesem Sonntag. Die vom Sport hat Rudi Zerne. Genau. Guten Abend. Hallo. Offenbar haben viele die Unwetterwarnungen ernst genommen. Jedenfalls hält sich das befürchtete Chaos in Grenzen. Noch zumindest, denn das Extremwetter ist ja noch nicht zu Ende. Die bisherige Bilanz. Der Schnee fiel oft stundenlang, besonders betroffen. Westfalen, das südliche Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, aber auch Brandenburg und Sachsen. Dazu jede Menge Glatteis in Thüringen, im nördlichen Hessen und in Teilen von Nordrhein-Westfalen. Und der Winter bleibt erstmal, auch in den nächsten Tagen. Jürgen Kehl. So sieht es aus, wenn Schnee und Sturm die Kontrolle über die Straßen gewinnen. Bei Sömmerda, Thüringen, kapitulieren Autofahrer vor Schneeverwehungen. Wann kommt der Räumdienst? Ist unterwegs, dreht seine Runden. Doch wirklich erfolgreich ist Fahrer Peter Huchtel heute nicht. Zu viel Schnee, zu viel Wind. Na, meine Bisse, hast du da keine Chance, wenn es so stark schneit wie jetzt. Sieht immer wieder gleich aus, wenn du kommst. Hunderte Kilometer Landstraßen und Autobahnen, viel Winter, wenig durchkommen. Auch im diesigen Dortmund. Eisregen und Schneegestöber sind über das Ruhrgebiet gezogen. Die Folge: Busse und manche Straßenbahnen fahren heute nicht. Auch ganz oben gibt's Probleme. Wuppertals Stolz, die Schwebebahn schwebt, aber fährt nicht mehr. Die Stromschiene ist vereist. Für uns auch ein ganz neues Phänomen in der Intensität. Und die Fahrzeuge kriegen leider keinen kontinuierlichen Kontakt zur Stromschiene. Nach einer guten Stunde befreit die Feuerwehr die Passagiere. Die Bahn hat viele Züge gar nicht erst abfahren lassen. Hannover Hauptbahnhof, Züge am Bahnsteig dienen auch als Wärmestuben. Es kann dauern, auch morgen. Wir rechnen damit, dass es den ganzen morgigen Tag auf jeden Fall noch schwierig sein wird. Der Vormittag, wenn unsere Züge morgens losfahren, der Betriebsbeginn, der wird nicht so einfach sein, da wird es ein wenig ruckelig. Der Kampf gegen die Unwetterfolgen ist noch lange nicht vorbei. Auch die Lage auf den Autobahnen bleibt unberechenbar. Und auf einem Rastplatz an der A7 nahe Hildesheim ist für uns Oliver Deuker. Oliver, wie heikel ist das Vorankommen heute? Naja, trotz geschlossener Schneedecke auf den Autobahnen und auch hier auf der A7 geht der Verkehr einigermaßen durch. Alles sehr langsam, aber er läuft. Aber es sind auch wirklich wesentlich weniger Fahrzeuge unterwegs, als das im Normalfall wäre. Letztendlich 20 Kilometer weiter südlich, sieht schon ein bisschen anders aus. Da ist ein Teilstück der A7 bei Bucken in Richtung Hannover gesperrt. Da gibt es das Problem mit den Schneeverwehungen. Da sind rechts und links keine Bäume an den Straßen und an der Autobahn. Und da bläst der Wind dann immer wieder den Schnee hin. Das Stück wurde gesperrt. Heißt, für die Leute, die Richtung Norden wollen, wir müssen ausweichen auf die Land- und Kreisstraßen. Und das Stück bin ich selber gefahren. Das ist dann schon ein bisschen chaotischer. Da gibt es einige feststeckende Lkw. Also das ist komplizierter. Für morgen, oder das die Wetterleute sagen, es wird mit Sicherheit noch ein bisschen in die Nacht rein schneien. Wie es dann morgen weitergeht, weiß man noch nicht ganz genau. Heißt aber auf jeden Fall, dass die Leute, die morgen früh in den Verkehr starten sollten, durchaus noch mal gucken sollten. Die Räumdienste hoffen wiederum, dass sie in der Nacht, wenn der Schnee dann vielleicht aufgehört hat, die Straßen so weit klar kriegen, dass der Berufsverkehr morgen dann einigermaßen laufen kann. Dankeschön. Oliver Deuker war das von der A7. Ein kurzer Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen. Die sind weiter rückläufig. Allerdings gilt auch heute, dass nicht alle Gesundheitsämter am Wochenende Daten übermitteln. Das Robert-Koch-Institut meldet 8.616 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Das sind 2.576 weniger als vergangenen Sonntag. 231 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Finanzminister und Vizekanzler Scholz ist heute in anderer Mission unterwegs. Als Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten berät er zwei Tage lang mit seinem Parteivorstand, wie die SPD in diesem Superwahljahr punkten will. Der Stopp des Klimawandels ist ein Schwerpunkt. Lars Bonsack hat mehr. Corona-Zeiten sind sicher keine guten Wahlkampfzeiten. Dennoch stimmt sich die SPD auf einen Wahlmarathon in diesem Jahr ein und gibt sich selbstbewusst.
Wir haben einen klaren Kurs als Partei, die für eine soziale Politik steht, aber auch als Partei, die für technischen, wirtschaftlichen Fortschritt steht, dafür, dass wir zusätzlichen Wohlstand gewinnen können und zum Beispiel eine so große Aufgabe wie den Klimawandel bewältigen können. Dass die Umfragen weiter im Tief sind, scheint den Kanzlerkandidaten nicht zu tangieren. Und was uns auch unterscheidet von denen, mit denen wir im Wettbewerb stehen, ist, dass wir Führung können. Die Sozialdemokraten wollen umverteilen. Kleine und mittlere Einkommen sollen steuerlich entlastet werden. Vermögende dagegen sollen mehr beitragen. Gleichzeitig will die SPD auch nach der Pandemie kräftig investieren. Dazu soll die Schuldenbremse ausgesetzt bleiben. In der Zukunft ausgerichtete Politik darf aber nicht die Ausnahmesituation eines Konjunkturpakets bleiben. Ein Sparhaushalt, wie ihn manche Konservative jetzt einfordern, führt uns nicht aus der Krise heraus und führt uns auch nicht in eine gute Zukunft. Inhaltlich setzt sich die SPD damit klar von der Union ab. Wir haben Bock auf diesen Wahlkampf und wir wollen gewinnen. Regierungsverantwortung tragen und gleichzeitig den Koalitionspartner angreifen, das Superwahljahr fordert von der SPD einen politischen Spagat. Nach Myanmar. Dort wächst der Widerstand gegen den Militärputsch. Zehntausende gingen trotz Internetblockade auf die Straße. Sie wollen nicht hinnehmen, dass die Armee vor knapp einer Woche die Macht übernommen hat. Das Militär behauptet, bei der Wahl im November sei betrogen worden. Gewonnen hatte die Partei von Regierungschefin Aung San Suu Kyi. Norman Odenthal berichtet. Und plötzlich fallen Schüsse. In der absoluten Anspannung weiß keiner, wer wie reagiert. Die Soldaten, die Demonstranten, die Schüsse gehen in die Luft, dieses Mal noch. Es sind Tausende heute, Zehntausende, allein auf den Straßen von Yangon, Myanmars größter Stadt. In den vergangenen Tagen waren sie noch zaghaft, aber es werden immer mehr. Der Mut wächst und wer hier unterwegs ist, der braucht Mut. Wir müssen unsere Ängste überwinden. Ich mache bei dieser Revolution mit, denn ich glaube daran, dass die Militärdiktatur zusammenbricht, wenn wir zusammenhalten. Unsere Väter haben gegen das Militär rebelliert. Wir können jetzt nicht stillhalten. Wir haben bei der Wahl für die Demokratie gestimmt. Jetzt gehen wir auf die Straße gegen die Diktatur des Militärs. Das Militär, die Polizei, das Regime zeigt massive Präsenz, bleibt aber ruhig. Immer wieder sind soziale Netzwerke blockiert, das Internet abgeschaltet. Informationen sind wertvoll. Was ist mit Aung San Suu Kyi, die die Regierung führte und jetzt in Gewahrsam ist? Es heißt, sie soll angeklagt werden. Als Anwalt geht man davon aus, dass es vor Gericht Gerechtigkeit gibt. Aber sicher ist das nicht. Wir hoffen das Beste, aber rechnen mit dem Schlimmsten. Wir fordern die sofortige Freilassung. Sie hat kein Gesetz gebrochen. Es brodelt auf den Straßen Myanmars. Was eben friedlich erscheint, kann schnell umschlagen. Den Generälen, die sich die Macht griffen, sagen sie, gebt sie zurück. Im indischen Himalaya-Gebirge ist ein Teil eines Gletschers abgebrochen. Nach einer massiven Flutwelle starben mindestens 7 Menschen, 125 werden noch vermisst. Die Eismassen stürzten in einen Fluss, rissen talabwärts alles mit sich und beschädigten Brücken und 2 Wasserkraftanlagen. Dutzende Mitarbeiter konnten aus dem Schlamm befreit werden. Der Nanda Devi ist mit 7800 Metern der zweithöchste Berg Indiens. Damit sind wir bei dir, Rudi, und einem triumphalen Tag für die deutschen Bobfahrer. Platz 1 bis 3 war wirklich klasse. Deutscher Dreifacherfolg bei der Bob-WM in Altenberg. Bronze holt WM-Debütant Hans-Peter Hannichhofer. Silber gewinnt Johannes Lochner. Gold geht zum 10. Mal an Francesco Friedrich mit Anschieber Alexander Schüller. Er thront über allen, Francesco Friedrich. Der 10. WM-Titel, das hat vor ihm noch keiner geschafft. 4 Läufe, 4-mal Bestzeit. Sein Vorsprung auf Johannes Lochner mehr als 2 Sekunden. Eine Demonstration der Stärke, leider ohne Publikum. Schade, dass niemand hier sein darf, aber trotzdem ein Wahnsinnsjahr bis jetzt. Jetzt kommt noch der Vierer und wir freuen uns darauf noch richtig. Und auch da ist er der große Favorit. Und Rennrodlerin Nathalie Geisenberger hat mit Rang 13 in St. Moritz zum 8. Mal den Gesamtweltcup gewonnen. Erneuter Sieg für Vincent Geiger in der nordischen Kombination beim Heimweltcup in Klingenthal untermauert er seine Ansprüche für die WM in Oberstdorf. Zum Fußball: Eintracht Frankfurt gewinnt in Hoffenheim 3:1 und bleibt Tabellenvierter. Das Spiel Bielefeld-Bremen ist wegen anhaltenden Schneefalls abgesagt worden. 55. Super Bowl-Finale heute Nacht. Tampa Bay Buccaneers gegen die Kansas City Chiefs.
20.000 Zuschauer im Stadion, Ansteckungsgefahr inbegriffen. Trotz Pandemie sind Fans aus dem ganzen Land nach Florida gereist. Der Super Bowl könnte zum Super-Spreader-Event werden. Ich habe keine Angst. Wenn du es bekommst, bekommst du es. Sportlich steht das Duell der Quarterback-Giganten im Vordergrund. Der sechsmalige Champion Tom Brady gegen den 18 Jahre jüngeren Patrick Mahomes. Mahomes will vor allem eins, Brady irgendwann beerben. Ein Sieg heute wäre ein Schritt in diese Richtung. Das Ziel, so viele wie möglich zu gewinnen und das jedes Jahr. Laut der Wettbüros stehen die Chancen für den 25-Jährigen übrigens ganz gut. Und für RB Leipzig gibt es jetzt auch einen Austragungsort fürs Hinspiel in der Champions League. In Budapest geht es gegen Liverpool. Das wollte ich nur sagen. Das gab es auch noch nicht, ne? Nee, alles Corona. Ja. Das Wetter bleibt für viele eine Herausforderung. Morgen nur allmählich nachlassender Schneefall, im Norden etwas Sonne und einzelne Schauer, an den Küsten Schneeverwehungen. Höchstwerte minus 11 bis minus 1 Grad, im Südwesten bis plus 6 Grad. So viel von uns um 21:15 Uhr. Bringt Sie Christian Sievers im Heute-Journal auf den aktuellen Stand. Morgen begrüßt Sie hier Petra Gerster. Wir sagen Tschüss, wünschen Ihnen einen guten Start in die Woche und empfehlen jetzt Berlin Direkt und Chakuntala.